Wir haben noch ein Porträt, das wir noch zeigen wollen, von Jean Alesi, dem Franzosen, also einem der etablierteren Leute in der Formel 1. Er ist der zweite Mann bei Ferrari. Und auch dieses Porträt kommt von Yolanda Sura und Andreas Spellig. Faszination Auto. In Italien ist dies auf einen kurzen Nenner zu bringen. Ferrari. In Nyon am Genfer See sitzt der Generalimporteur Ferrari für die Schweiz. Und hier wohnt auch der französische Formel 1-Rennfahrer Jean Alesi. Jean, was bedeutet für dich der Mythos Ferrari? Hat diese Faszination auch auf dich einen ganz besonderen Effekt gehabt? Oh ja, schon bevor ich Rennfahrer war, verfolgte ich vor allem die Rennerfolge der Roten. Ferrari umgab ja schon immer ein ganz spezielles Flair. Man wollte sie förmlich gewinnen sehen. Und jetzt bin ich selbst ein Ferrari-Pilot und finde diese Tatsache noch immer unglaublich. Ja, der Mythos hält mich noch immer gefangen, aber es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. In Italien ist man ja als Ferrari-Fahrer sehr beliebt, man lässt einen auch passieren, was man, glaube ich, in Deutschland und beispielsweise hier in der Schweiz nicht unbedingt behaupten kann. Oder gehe ich fehl in der Annahme? In Deutschland begegnen einem die Polizisten tatsächlich mit einer ungeheuren Strenge. Als ich dagegen in Italien einmal nur so ganz gemächlich spazieren fuhr, da passierte ich eine Polizeistreife und als sie mich erkannten, machten sie mir unmissverständlich klar, dass ich doch um Gottes Willen dem Ferrari endlich gebührend die Sporen geben soll. Jean, würdest du dir was ausmachen, uns den F40 einmal von innen zu erklären? Okay, wir befinden uns jetzt also in dem Cockpit des F40. Was auf den ersten Blick sofort auffällt, dem Armaturenbrett fehlt jeglicher Schnörkel. Wer Luxus erwartet, wird schwer enttäuscht. Dabei muss man wissen, dass Gewicht ganz einfach der Feind jeglicher Leistung ist. Das Auto besteht komplett aus Kohlefaser. Dadurch erreicht man eine viel höhere Steifigkeit als durch Stahl. Und gleichsam wird das Auto viel leichter als bei der Formel 1. Die Haube des Mittelmotors ist aus Plexiglas mit eingelassenen Lufthutzen, denn der Motor entwickelt unter Höchstleistung eine enorme Hitze. Wie man sieht, würde Jean als Verkäufer solch edler Luxussportwagen eine gute Figur machen. Doch er ist nun mal Rennfahrer und in dieser Funktion trifft er sich in Nyon auch häufig mit seinem Landsmann, dem ehemaligen Formel 1-Star Patrick Tambay. Seine Wohnung im angrenzenden Gebäudekomplex besticht eher durch zurückhaltenden Einrichtungskomfort. Man könnte sie einfach aber auch nur als Übergangswohnung bezeichnen, denn er und seine deutschstämmige Freundin Laurence suchen ein Haus am Genfer See. Wir sind jetzt bei euch in der Küche. Ist das ein Platz, der dir vorbehalten ist? Nun ja, wir praktizieren Rollenverteilung. Die Küche ist mein Reich. Er ist für die Arbeit zuständig. Eine gerechte Aufteilung, wie ich finde. Bevorzugt Jean französische oder italienische Küche? Natürlich die italienische. Gemüsekuchen, Pasta, alles typisch südländisch. Ganz klar, er bevorzugt die italienische Küche. Begleitest du ihn eigentlich zu allen Grand Prix? Nicht immer, aber oft. Teilst du seine Rennleidenschaft? Aber sicher, denn ohne mein Verständnis wären wir gar nicht zusammen. Der glücklichste Augenblick von Laurence und Jean war der zweite Platz in diesem Jahr in Hockenheim, als Jean entgegen dem Ratschlag seines Teamkollegen Alain Prost das ganze Rennen auf einem Satz Reifen zu Ende fuhr. Das Verhältnis zu Alain Prost ist ansonsten gut, doch im Team wird Jean, anders als Alain, von allen als Freund und Kumpel angesehen. Der ehemalige Tyrrell-Pilot, um den sich vor Saisonbeginn gleich mehrere Teams rissen, galt vor den Zeiten eines Michael Schumacher als größtes Formel-1-Talent nach Ayrton Senna. Der naturverbundene Franzose mit italienischen Eltern ist jetzt, wo er zu den ganz Großen im Grand Prix-Zirkus zählt, immer noch zurückhaltend und sympathisch geblieben.
Es geht das Gerücht, dass Ayrton Senna möglicherweise 1992 Alain Prost bei Ferrari ablöst. Wäre das nach deinem Geschmack? Es steht mir bei weitem nicht an, irgendwelche Wünsche anzubringen. Als ich kam, traf ich auf Alain und er ist für mich am schwierigsten zu besiegen. Er ist ein verdammt guter Pilot und gleichzeitig ein Meister im Auto, was die Abstimmung und Renntaktik angeht. Außerdem weiß er haargenau, dass der Stallgefährte der größte Gegner ist. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und werde auch noch sehr viel lernen. Nur, wenn Senna kommt, dann kommt er eben. Ich glaube aber, dass Alain bleibt und hoffe es, denn wir verstehen uns wirklich bestens. Wann glaubst du, ist wieder ein Ferrari-Sieg und vor allem dein erster Sieg fällig? Na gut, du weißt ja, wie wichtig das Material ist. Aber ich denke, wenn mein Auto wettbewerbsfähig ist, und das hoffe ich bald, dann werde ich keine allzu großen Probleme haben. Ich glaube, bis Ende der Saison werden wir noch mindestens ein Rennen gewinnen. Wer sagt, der Formel-1-Zirkus und seine Fahrer seien unmenschlich und unpersönlich, der irrt. Das beste Gegenbeispiel ist Jean Alesi.